Moin Leute und willkommen zurück bei den PS-Tipps. Heute wollen wir uns einmal das Thema Kupplungsservos genauer anschauen. Bei dieser modernen Ausführung eines Kupplungsservos geschieht die Ansteuerung rein pneumatisch und wird über Elektromagnete über diesen Stecker gesteuert. Hier haben wir noch einen zweipoligen Stecker für den Wegesensor, über den das Bordnetzsteuergerät die Position des Kolbens und den Verschleißzustand der Kupplung erkennt. Wichtig ist hierbei zu bedenken, dass nach Austausch der Kupplung oder Erneuern des Kupplungsservos ein Andämmprozess durchgeführt werden muss. Wird dieser Andämmprozess nicht durchgeführt, erkennt das Steuergerät die Position des Kupplungsservos nicht. Es kann dadurch zu Problemen kommen, Fehlermeldungen im Armaturenbrett, eventuell bleibt ihr sogar liegen. Hier im Haus werden die Kupplungsservos auf unseren eigens entwickelten Prüfständen elektropneumatisch geprüft. Teilweise bekommen wir Reklamationen, prüfen den Artikel auf unserem Prüfstand, können dann aber keinen Fehler feststellen. Daher nochmal ganz wichtig, Ersatzteile am Fahrzeug andämmen. Beim Einbau müssen wir natürlich noch auf Sauberkeit und Verwendung der richtigen Betriebsmittel achten. Diese und weitere Informationen finden wir in der Montageanleitung, die dem Artikel beiliegt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch auch jederzeit an unseren Helpdesk wenden.